Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen eine Wanderung im Pirmasens am Eisweiher. Und da vorne ist so ein Wanderweg. Dort geht es nach Starnbrunnen. So, das zeigt euch mal der schöne Feldstein hier am Wald, hier im Waldgebiet. Schaut mal da. Schöne Feldstein. So. Wir laufen jetzt mal diesen Weg mal da runter zum Eisweiher. Und diesen Weg zeige ich euch beim nächsten Mal, wo es lang geht. So, bis gleich. Wunderschöne Feldstein, schaut mal da. Ja, wunderschön. Großen Felsenstein ist das. So. Jetzt laufen wir diesen Weg immer da runter. Hier ist rund um Eisweiher. Seht ihr mal da? Waldgebiet. Oh, wunderschön. So. Jetzt laufen wir diesen Weg mal langsam runter. Wir müssen mal langsam runterlaufen. Das ist so eine schöne Aussicht im Pirmasens Eisweiher. So. Wunderschön. Da sind wir so weit runter zu laufen. 200 Meter. Seht ihr mal da? Da oben ist Waldgebiet. Seht ihr mal da? Ja, sieht man ja. So. Da gibt es sehr viele Feldsteine im Wald. So. Ah, guck mal da. Sieht schön aus. So. Seht ihr mal da? Wir laufen schon immer da langsam runter. Das ist nicht mehr zu weit. So, wir haben es bald geschafft. Wir sind jetzt gleich unten. Und diesen Weg da oben kennt ihr ja schon. Da habe ich, so, sind wir da. Das ist der Weiher. Oh, sieht man ja schon. Schöne Weiher. Lass mal diesen Weg mal da runter. So, ich bin wieder da. Diesen Weg kennt ihr ja schon. Da habe ich beim letzten Mal gefilmt. Das war ja vor 2 Jahren. So, sind wir da. Da geht es zum Beckenhof. Da kommen wir auch. Zum Eis, Minigolfplatz Spesbach. So. Wir laufen diesen Weg mal da runter. Da kommt noch so ein kleiner, schmaler Weg. Das sage ich euch mal gleich so. So. So.
Schön langsam runterlaufen. So. Noch ein paar Meter zu laufen. Da biegen wir gleich den Linkskurve ab. Das ist so ein kleiner schmaler Weg. So. So. Jetzt laufen wir diesen Weg runter. Runter. Da geht's zum Eisweiher. Da vorne in der Nähe vom Minigolf. Minigolfanlage. Minigolfplatz. So. Und diesen Weg. Da geht's zum Eisweiher. So. Wir laufen jetzt mal diesen Richtung runter. Das wäre so, das ist nicht mehr so weit, so ungefähr Kilometer zu laufen, so. Wandern macht Spaß, so. Sag ich euch mal gleich mit die Weiher. So, schön hochlaufen. So, seht ihr mal da, die Bayer, warte mal. Oh, das ist die Bayer, sieht man ja. Ah. Ja, schön. Bleiben wir mit diesem Weg weiter, so. Wunderschön. Kennt ihr ja schon. So. Schöne Aussicht. So. So, noch ein Stück Vorlarve. Mal schauen, wo man da rauskommen kann. Wenn man da grüne Gras. So. Sind wir vor dem Eisweiher. Da vorne ist Nebel, Wanderparkplatz. Sieht schön aus. So. Aber muss man noch ein paar Meter laufen, aber nicht mehr so weit. So. Aufpassen. So. Wunderschön. Weiher. Wir haben es gleich geschafft. Wir haben noch ein Stückchen Larve. Und dann kommen wir gleich den Weg da runter zu laufen. Da geht der Berg so steil ab. So. Ja. Ein schönes Waldgebiet. Im Pirmasens Eisweiher, so. Aber wir haben es gleich geschafft. Jetzt sind wir da. Wir sind bald angekommen.
So. Ein wunderschöner Felsenstein. Sehen wir da. Wunderschön. Schöne Felsenstein. Warte mal. Ja. Wunderschön. Ja. Ist alles ausgeschildert. So. Da steht was drauf. Warte mal. Felsenwald. So. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir laufen jetzt nur diesen Weg mal langsam runter. So, aber schön aufpassen. Wunderschön. Schöne Aussicht. Können wir wandern gehen, wenn ihr wollt. So. Jetzt laufen wir diesen Weg mal da langsam runter. So. Und warte mal. Ich kenne diesen Weg schon lange her. Das war, glaube ich, letztes Jahr sind wir hier durchgelaufen. Vor Minigolfanlage. Da waren wir schon einmal. So. Ja, diesen Weg kennen wir ja schon. Da waren wir auch schon einmal. Da sind wir schon da laufen. Vor Minigolfanlage hierher. Alles war ja. Haben wir schon mal gezeigt. Das laufen wir mal diesen Weg mal drunter. So. Das ist aber da eh. Da laufen wir noch runter. Oh. Aufpassen. So. Dann zeige ich euch mal noch das Schild, wo es lang geht. In Pirmasens. Immer vorsichtig, schön langsam runterlaufen. So. So. Jetzt haben wir das geschafft. Jetzt zeige ich euch mal das Schild. So. So. Da geht es um Eisweiher. So. Jetzt sind wir da. Auch das Schild hat, warte mal. Können wir lesen? Oh, ja. Auf der anderen Seite. Oh, warte mal. Sind wir da? Ja, sind wir auch schon. Oh. So. So, das ist ein kleiner Umweg vor einer kleinen Brücke. Kennt ihr ja schon. So, da haben wir schöne Weiher. Und da, kleine Weiher, das ist so ein kleiner Bach. So, ja, kennt ihr ja schon. So. Da können wir wandern gehen. Da gibt es verschiedene Rundwege. Sehr viele verschiedene Rundwege. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal vorbeikommen. Heute ein schöner Tag. Wir haben heute Morgen 14 Grad. 14 Grad. Heute wird es so. Um die 20 Grad. Plus. So. So. Münster da. Ja. Leider verlor 2-0 in Ulm. Ich habe zwei Spiele verloren. Zu Hause gegen Regensburg 3-1 und dann in Ulm 2-0 verloren. Was ist los? Können wir nichts machen? Ah. Ich wollte aufsteigen, ich wollte Relegation spielen, dritter Platz. Können wir nichts mehr machen? Ich will bis Arsch trennen. Das nächste Heimspiel. Hoffentlich. So, ich wünsche euch einen schönen Sonntag, Gottes Segen
und starte in die neue Woche. So, wenn ihr das Video gefallen hat, immer die Daumen nach oben. Ihr könnt gerne meine Kommentare reinschreiben. Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren. So. Und das nächste Wandern. Guck mal, wo es lang geht. Da sind noch Wandern geplant. Hetzetlam. Ja. Und dann noch Niedersimde. Das heißt, euch mal das schöne Waldgebiet in Niedersimde. So, da haben wir noch Wanderplan, das ist noch Leimen, Geiselschluchtfelsen, da wo man den Berg drunter laufen kann, das sage ich euch beim nächsten Mal, so, wie es dort aussieht, so, da sind noch viele Wandernde geplant, Rotalb noch, aber bald ist ja wieder Fahrradtour, da habe ich so eine Radtour geplant, die erste Rennen. Mal gucken, wo es lang geht. So, jetzt zeige ich euch mal noch eine schöne Wunder. Schöne schwarze Wanderhose. So. Das sind wir da. Eine schwarze Hose. Wanderhose. Sieht man ja, schön. So. So. So, bis zum nächsten Video. Mach's gut und tschüss.